Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir wissen, wenn man als Christ wachsen möchte und stark sein möchte, dann ist Gebet wichtig. Heute möchten wir über Gebet sprechen und euch etwas zeigen. Alessia, was zeigen wir? Kreative Arten, wie man beten kann. Genau. Und wir haben etwas vorbereitet. Lorena, was haben wir vorbereitet? Verschiedene Gebetsstationen. Und es geht gleich los. Wir beginnen mit unserer ersten Gebetsstation. Was haben wir hier? Eine Burg. Und in Sprüche 18,10 steht: Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und ist geborgen. Es ist schön, wenn wir auch einfach Gott Danke sagen. Danke, dass wir dich haben. Und danke, dass wir immer zu dir kommen dürfen und dass wir Schutz und Geborgenheit bekommen. Dann gehen wir zu unserer nächsten Station. Und hier ist die Familie. Schön, dass wir eine Familie sind. Schön, dass wir ein Haus, eine Wohnung haben. Und hier haben wir verschiedene Werte. Und es ist gut, wenn wir als Familie uns über diese Werte austauschen und dafür beten. Hier zum Beispiel nehme ich Spaß. Spaß haben. Oder was hast du? Lachen. Ja, super. Das heißt, dass wir einfach schauen, wie viel Spaß haben in der Familie, wie können wir mehr Spaß haben. Hier steht Trösten und dass wir einfach dafür betet. Gut, jetzt kommen wir zu unserer nächsten Gebetsstation. Was haben wir hier? Eine Schule. Dann können wir Danke sagen, dass wir in die Schule dürfen und für wen oder für was könnten wir beten? Für die Lehrerin. Ja, oder für wen noch, Alessia? Für den Schulrat oder für die Direktorinnen. Genau, oder eben für unsere Freunde, alle, die in der Klasse kommen. Es ist gut, da können wir einfach gemeinsam beten. Dann haben wir unsere nächste Station. Was haben wir hier? Eine Kirche. Schön, dass wir die Kirche haben. Schön, dass wir in die Kirche dürfen. Schön, dass wir einander haben, dass wir einander wachsen können. Und wir haben hier auch verschiedene Fragen und verschiedene Gebete, die wir beten können gemeinsam. Zum Beispiel, wofür bin ich in meiner Gemeinde dankbar? Für wen in der Gemeinde könnte ich jetzt beten? Oder wie kann ich selber dienen und für andere ein Segen sein? Gut, jetzt kommen wir zu unserer nächsten Station. Für wen könnten wir hier beten? Für die Kranken. Ja, und vielleicht könnt ihr jetzt gerade Leute, die krank sind. Und da könnten wir dann ganz konkret und bewusst für sie beten. Jetzt kommen wir zu unserer vorletzten Station. Hier sind verschiedene Leute, die etwas tun. Und vielleicht erkennt ihr gerade, was sie tun. Wir haben zum Beispiel hier jemanden, der im Hotel arbeitet. Hier eine Mama und eine Oma, die geht spazieren. Eine Ärztin ist da vorne. Dahinter sind Schüler. Und eine Lehrerin. Da ist noch jemand. Eine Kellnerin, oder? Kellnerin. Eine Kellnerin. Da vorne haben wir einen Architekt oder Musikerin. Da haben wir eine Musikerin. Da haben wir einen Künstler. Und da haben wir jemanden. Polizisten haben wir. Jemand, der Fußball spielt. Genau. Egal, was man im Leben tut, egal wie alt oder wie jung man ist, egal was man tut, man kann immer Gott die Ehre geben und dadurch auch Menschen ermutigen und eine Freude machen. Genauso wie es in Kolosser 3, 23 steht, alles was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Dann kommen wir zu unserer letzten Station und ich glaube, das ist die Lieblingsstation von Lorena, kann das sein? Ja. Hier haben wir zum Beispiel Smarties oder Mentos und jede Farbe hat eine Gebetsanliege. Und ich nehme zum Beispiel hier rosa. Und jedes Mal, wenn wir rosa nehmen, dann beten wir für die Kirche, für die Gemeinde. Du, was hast du? Lila. Wir beten für die Familie. Genau, jedes Mal, wenn wir lila nehmen, dann beten wir für die Familie. Gut, wir haben euch ein paar Ideen gegeben, gezeigt. Es gibt unzählige Ideen, wie man beten kann. Ihr bekommt bestimmt selber auf tolle Ideen. Und ich möchte jetzt mit einem Bibelvers schließen. Das ist in Philipper 4, 6 bis 7. Macht euch keine Sorgen,
Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Amen. Amen. Gott segne euch. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid.